Heißt ja irgendwas Thailand. Ja, ich habe jetzt momentan wirklich den schwersten Gang, den ich im Moment hier in Thailand habe. Mach wirklich mal einen Beitrag oder es werden Beiträge werden, ja, die fast zu meinen Lasten gehen. Richtig zu meinen Lasten, aber ich denke, dass es auch interessant sein wird für euch. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wer unseren Kanal verfolgt und ich das ein oder andere Mal habe anreißen lassen, dass ich halt eben so ein persönliches Gebrechen habe, ja, den wollen wir jetzt zu Leibe rücken. Sprich, ja, das abstellen, was mich bedrückt. Und ja, unter anderem handelt es sich halt eben um die Zähne. Ist bestimmt für ja, euch auch interessant, die ihr hier nach Thailand auswandern wollt. In Bezug auf Zähne, Behandlung, was kostet es? Ist jetzt in meinem Fall wirklich extrem. Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe seinerzeit, das ist jetzt 38 Jahre her, einen ziemlich starken Unfall unter Tage gehabt. Habe mit einem Schlag vier Zähne verloren. Und ja, ist dann auch als Arbeitsunfall hat dann halt eben gegolten und wurde auch alles so weit rekonstruiert. Alles schön, alles gut. Die ganze Geschichte hat auch bis kurz vor der Auswanderung gehalten. Ja, und just vor der Auswanderung, mehr oder weniger zerlegt sich die ganze Geschichte da oben drin. Ja, wir wollten das natürlich versicherungstechnisch geltend machen. Ja, wie das so ist, ne, bei Versicherungen, ja, sträuben sich dann auch, ja. Gut, wie dem auch sei, man hätte ja einen Eigenanteil ohnehin bezahlt. Nur auf Anraten meines Zahnarztes dann auch, den ich in Deutschland noch hatte, hat er mir mehr oder weniger die Reste entnommen. Und dann hat die Krankenkasse halt eben ein Provisorium mit übernommen, was ich dann halt eben nicht zuzahlen musste. Gut. Habe mich dann dazu entschlossen, auch in Absprache mit dem Zahnarzt, der sagte, wenn du hier in Deutschland dir das machen lässt, was du da hast, ja, dann bist du irgendwo zwischen 7.000 bis 8.000 Euro sind weg. Mal abgesehen von der Zeit, die benötigt werden würde, dieses alles zu rekonstruieren. Ja, hat mir dann auch dazu geraten, lass es doch dann auch in Asien machen, wenn du denn da bist, ist ein Bruchteil der Kosten, vielleicht die Hälfte, eventuell, wir wissen es noch nicht. Ja, und halt eben die Dentalgeschichten hier, ja, bieten natürlich viel mehr Lösungsmöglichkeiten, als du das in Deutschland bzw. in Europa offeriert bekommst. Zum einen, zum anderen, du kriegst natürlich in Deutschland oder Europa auch alles, aber dann alles nur gegen anständig Cash. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. So, habe ich denn hier jetzt ein Provisorium, was ich auch immer drin habe, wenn ich ja zu euch die Beiträge drehe. Nur hindert es einem beim Sprechen, ganz klar. Mittlerweile engt es sich auch ein, weil es halt sich jetzt eben in 1,5 Jahren verändert hat. Und ja, lässt uns jetzt nichts anderes zu, als zu handeln. Ich habe das auch immer mittlerweile immer wieder draußen. Die Leute, die hier waren, haben mich schon so gesehen und erlebt und kamen auch ganz gut damit klar. Stört einen natürlich beim Essen, wenn du hier vorne keine Zähne verspürst. Lässt einen auch nicht, ja, ich sag mal, gewisse Worte deutlich aussprechen. So tue ich mich dann jetzt auch hier schon mal schwer bei den Drehen der Beiträge halt eben flüssig durchsprechen zu können, weil halt eben ja die Prothese mittlerweile wackelt. Ja, wenn ich die rausnehme, sehe ich praktisch aus wie ein Schalke-Fan. Ja, sage ich jetzt mal so scherzenshalber. Und ja, da wollen wir jetzt mal angehen, diese Sache abstellen zu lassen und fahren jetzt gleich nach Sribulyang zurück. Der unsere Beiträge verfolgt, weiß, wir waren beim Tierarzt und direkt neben dem Tierarzt ist dann auch diese Dentalklinik. Wie manchmal das Leben so spielt, Kollege Zufall spielt dann auch mit in die Karten.
Ja, da haben wir dann gestern einen Termin gemacht für heute, zu dem wir jetzt erstmal hinfahren und er mir dann offeriert, was wir am besten noch machen können mit dem, was sich ihm denn darstellt. Wir sind hier an der Dentalpraxis angekommen, ist praktisch die Ausgangsstraße von Tribouillan rüber nach Sichampou. Ist eine recht kleine Praxis. Kann man mal schauen, hier Memo Dentalklinik. Ja, gehen jetzt mal rein und werden mal schauen. In erster Linie hatte er mir schon offeriert, dass er erstmal Röntgenbilder machen muss und sich ein Bild von der Lage machen muss. Und sind dann mal gespannt, auf was wir letztendlich auskommen werden. Wir sind wieder zu Hause angekommen, habe mir weiteres Filmen an der Dentalpraxis dann gespart. Kann euch aber berichten, dass es wirklich jetzt so war, dass wir erstmal haben Röntgenbilder erstellen lassen und er mir gewisse Behandlungs- bzw. Therapien da halt eben vorgestellt hat, Hinweise auch gegeben hat, eigentlich gute Tipps auch und mir auch im Groben schon mal umrissen hat, was es denn kosten kann. Die Sache ist die, dass ich eigentlich beim Essen oder Kauen gar keine Probleme habe. Es geht sich lediglich ja um eine reine ästhetische Komponente, die halt eben dann ja nicht so toll aussieht, wenn man halt eben seine Zähne jetzt da nicht drin hat. Zumal auch diese Zähne, die ich jetzt hier drin habe, ja, ich sag jetzt mal, von der Handhabungsweise recht einfach zu handhaben sind, schon, nur halt eben auch ein ungutes Gefühl da ist, da es halt eben auch keine Implantate sind. So hat er uns denn jetzt versprochen, dass er ja ein Angebot erstellen wird über verschiedene Therapien, die er uns anbieten kann mit Kostenfaktor, der dann auf uns zukommen würde. Sind natürlich Kosten, die man nicht unbedingt braucht und die sich jetzt ja praktisch auch eingestellt haben. Man könnte auch darauf verzichten. Ja, also wenn ich hier über die Pläne laufe, dann habe ich die Dinger halt eben auch nicht drin und stört ja auch soweit keinen. Ich muss da jetzt nicht jemandem gefallen in der Hinsicht, aber ich sag mal, an Lebenskomfort verlierst du natürlich schon ein bisschen, indem man jetzt halt eben dieses Provisorium, was es ja eigentlich ist, immer noch da oben drin hat. Sowas Ähnliches hat er mir auch jetzt auch schon wieder vorgeschlagen, von dem ich Abstand nehmen werde. Hatte mich schon vorab da ein bisschen drauf versteift, dass man Implantate setzen kann, was allerdings aber auch voraussetzt, dass das rundrum auch noch stimmt. Ja, so haben wir uns dann jetzt beeilt, zurückzukommen, weil wir doch ein bisschen länger dann da waren. Hatten zum Glück das Auto im Schatten stellen können. Der Hund war auch da drin, auch gut vorn und hinten aufgemacht, also war gut belüftet. Nur trotzdem muss man ja dann auch wieder bei Zeiten mal zu Hause sein, so ein Tier hat ja dann auch Hunger. Das war's jetzt mal so ab von mir, von meinem Gebrechen in Anführungsstrichen, wo man mit leben kann, aber nicht unbedingt muss. Ich sage jetzt mal, aus ästhetischen Gründen würde ich dann dazu neigen, etwas machen zu lassen. Die Kosten werden wir dann sehen. Er hat es grob umrissen. Von den Kosten will ich jetzt noch gar nicht sprechen. Nur sind Sachen, die wir, ich sage jetzt mal, bei der Auswanderung schon so ein bisschen mit eingeplant haben. Allerdings nicht ganz in der Höhe, muss man auch eingestehen. Werden wir dann mal sehen. Das war's mal von uns. Vorab mit der Geschichte über unsere Zähne, beziehungsweise meine. Ja, werden uns jetzt halt eben abwarten, bis das Angebot kommt. Und dann werden wir irgendwie entscheiden müssen. Das war's. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren auch, wenn ihr denn wollt. Bis denn. Tschüss, der Jürgen aus Thailand.